mal Erosionssimulator. Wir haben jedes Mal gelernt, wie man den richtig einstellt und die Unterschiede rauskriegt. Zu meiner Person, ich gebürtiger Schweizer, bin aber nach Ungarn ausgewandert. Seit 2006 Direktsaat in Ungarn, seit 5 Jahren habe ich das mitgenommen. Die Erosion ist auch in Ungarn ein Thema, darum ist das Simulieren wichtig, weil man in Ungarn auch, weil es auf Flachland ist, ja, keine Erosion, kein Problem. Das stimmt nicht. Es gibt ja die innere Erosion, das heißt Herbstflug, verschlemmen und nachher baut sich die Flugsohle schön auf. Und so verlieren wir auch. Das sieht man halt nicht so schnell wie, wir haben ja da eigentlich live gesehen am Montagmorgen oder Abend. Und das hat man genau gesehen, wo der Mais steht. Und ja, das ist einfach so. Dieser Simulator-Typ kannte ich noch nicht. Helfen tut mir der Domposchol, der ist Ungare und hat auch auf Direktsaat umgestellt an der österreichischen Grenze. Ja, nahe der österreichischen. Macht auch Kultan und wir haben da Regen, Austausch, die gleiche Sämaschine. Wir machen das, also kurz zum Bodenproben, also Bodenproben, das heißt, der Josh hat ja bindige Böden mit hohem Magnesiumgehalte, das heißt, das ist eher auch das Glück, weil wenn es sandig wäre, hätte es wahrscheinlich noch schlimmer ausgesehen, aber so, das sind so 20-22% magnesiumhaltige Böden, das ist eher zu viel Magnesium, aber das ist jetzt einfach so grob gesagt. Mais, 3 Jahre No-Till mit Roggen, Inkarnatklee noch, das hat er mit seiner Messerwalze runtergewalzt. Schönes Material drauf. Der Nachbarfeld ist etwa 200 Meter. Was wir da nicht wissen, ob er Unterfuß gegeben hat oder nicht, wegen den Nitratmessungen. Wir nehmen an, nicht. Das ist seine Gerste, auch 3 Jahre No-Till. Da hat man gesehen, man sticht das wie das Hairpinning. Das ist sehr hart zum Stechen gewesen, weil die Wurzelmasse, halt, da merkt man, wie das zusammenhält den Boden. Der Soja ist dieses Feld da hinten. Vorher hat jemand gesagt, dass eben das verschlemmte Feld, da hat sogar ganze Brocken rausgerissen gestern beim zweiten Mal. Und jetzt simulieren wir 1 Liter ist etwa 25 Liter Regen. Dann tun wir das in 3 Mal simulieren. Also 75 Liter. Und das ist ein Küchenpapier drin, dass es schön gleichmäßig runterkommt. Da braucht man kein. Es gibt ja noch diesen Erosionssimulator, wo der Gardenia, man sollte nicht Werbung machen, aber einfach so. Da braucht man aber einfach Wasseranschluss und da tut man einfach simulieren. Und dann nachher tun wir dann messen, die Infiltration misst man, was vorne runterläuft. Und ja, probieren wir mal. Fangen wir einfach an vorne weg. Ja? Man muss die 20-30 Liter provozieren, weil dann braucht man das Gefälle eigentlich auch nicht, weil das reißt meistens genügend los, dass man das provoziert. Weil wir haben auch in Ungarn einen Simulator, aber der hat 3/8 Zuleitung. Also ist ein Landregen. Und dann hat man gesehen, dass die Infiltration. Die Infiltration war wunderbar, aber nach vorne lief nicht. Das braucht einfach diese Menge. Ja, wir müssen
Aber da ist schön geschaut. Ja, super. Da muss man halt, dass die vier sind von der GKB, die sind von Franz Krötschl. Der hat die eigentlich produzieren lassen. Die kann man auch kaufen, also wenn jemand das will für schulische Zwecke und so, die sind ist eigentlich einfach, oder? Man muss es vorstechen und nachher ist es so wie ein Gurzli, sticht man im Boden etwas unten durch. Und dann hat man eigentlich die fixe Probe. Man muss nicht irgendwie eine Schublade in den Boden rammen, weil der Schweizer Simulator da war etwas kompliziert, hast du mehr als einen Tag gehabt, bis du vier gestochen hast. Aber ich denke, müssen wir noch weitermachen. Das ist schon. Machen wir noch wieder eine Runde. Hm? Zuerst haben wir gemessen, das Wasser hier hatte 20 ppm. Ich habe die Daten nicht alles mehr im Kopf, aber vorne runter haben wir mit 35 bis 40 bei No-Till. Also es ist ja anscheinend ein Min-Till dieses. Aber so viel hat das dort auch nicht. Am ersten Tag war das Gefälle, dann ist dieses überlaufen auf die Seiten und dann hat das nicht funktioniert. Aber dieses hat funktioniert und der Franz, er hat das selber gemacht, er war ganz stolz. Seine funktioniert, der andere funktioniert nicht. Ja? Machen wir noch den Rest. Geben wir den Rest nach. Am ersten Tag war das noch nicht wassergesättigt, aber gestern war das schon so verschlemmt und darum infiltriert dort auch, oder? Ja, es war gestern auch schon so. Und der Strohanteil hier ist fast untertrieben, also ich habe vielleicht, das war wirklich die schöne, der Mais war wirklich sehr schön, also Josh hat das wirklich gut hingekriegt mit seiner Gaspardo, das schöne Mattauflage und das hilft enorm. Und da, das ist ja Weizen, weil wir haben keine Gerste gerade in der Nähe gefunden, haben wir einen gleichen Tag gesäten Weizen genommen. Man hat das Hochschnitt, aber okay, das könnte man jetzt streiten, ob das jetzt noch abschneiden hätten sollen. Sind gerade Fragen? So. Oder kann ist alles erwartet? Die Infiltration, also dass man so seitlich dreht, die Behälter, dass man hinten die Infiltration sieht. Ja, jawohl. Welche Wassermenge haben Sie jetzt drüber geschüttet? Ich war jetzt nicht ganz von Anfang. Dreimal ein Liter. Ein Liter ist 23 Liter Regen, also etwa 75, die 3 Liter. In der Stunde dann umgerechnet, oder? Ne, jetzt auf die Zeit. Auf die Zeit, 75 Liter auf die Zeit. Das ist schon ein Extrem. Ja, das ist schon. Man muss ja. Ja, ja.
Ja, aber man sieht ja trotzdem so den Unterschied. Ja. Ja, 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 schon so. Jetzt diese Nitratmesser. Ich meine, wir haben jetzt Nitrat gemessen. Gestern haben wir das nach jedem Liter gemessen. Das wäre jetzt schon toll, wenn der ihn mal noch herangebraust kommt. Weißt du, hast du ihn nicht gesehen, Franz? Ich habe heute noch gar nicht gesehen. Weil diese ppm, das ist ja für Pflanzensaft hauptsächlich. Da habe ich ja die Idee gehabt, ja, das sollte doch hier auch messbar sein. Und das war es auch. Das war es auch. Also gestern war es. Du warst nicht dabei, ja? Ich habe welche Moduli. Hä? Ich habe welche Moduli. Hast du? Noch nicht drauf? Ja. Oder? Das steht. Die hätte ich auch. Wollen wir probieren? Ich habe die auch gekauft. Wollen wir die probieren? Ich habe gekauft, aber. BPM. Das Wasser war 20. Vorne No-Till war zwischen 35 und 40. Vorne. Das konventionelle 50 bis 70 vorne. Infiltration. No-Till war 50 bis 80. Infiltration 50 bis 80 bei No-Till und bei konventionell 130 bis 150. Also in Summe hatten wir gestern enorme Unterschiede. Ja, man kann es schnell rechnen: 40 plus 80, 130, 150 plus 220, fast das Doppelte. Und jetzt könnte man das noch umrechnen. Jan-Hendrik hat gesagt: Ja, man müsste so oder so oder so. Dann, ja, dann mache ich das anders mal. Aber man könnte durch das auf den Kubik umrechnen. Oder man könnte es umrechnen. Aber man müsste natürlich fairerweise wissen, Unterfußdüngung etc. Und das muss man schon sagen, das ist jetzt 3 Jahre No-Till. Das braucht auch noch Zeit. Das ist in der Umstellungsphase in diesen Böden. Ich denke so 5, 6 Jahre, wenn er so weitermacht. Und ja, dann mache ich den nächsten Feldtag wieder hier. Oder?